Tagesordnungspunkt 12.12, Freifunk für Dresden. Ein interfraktioneller Antrag. Herr Engemeyer bringt ihn ein. Bitte sehr. Ja, liebe Gäste am Stream, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Stadträte, Freifunk für Dresden. Die Politik, auch hier in Dresden im Stadtrat, hat auch die Aufgabe, die Teilhabe an der Gesellschaft aller Menschen hier in Dresden zu sichern. Das bedeutet heutzutage eben auch, ihre Teilhabe an Informationen zu sichern, denn wir sind inzwischen eine Informationsgesellschaft. Freifunk ist dabei eine Möglichkeit, diese Teilhabe zu verbessern, zu erleichtern, zu ermöglichen. Freifunker, das sind in erster Linie technikaffine Menschen, die eine Liebe zur Funk-Computer-Netzwerktechnik entwickelt haben und jetzt dafür einsetzen, damit andere Menschen den Anschluss nicht verlieren. Es ist dieser fortschrittsbejahende Optimismus, der in den letzten Jahren mit Freifunk-Initiativen in ganz Deutschland, in ganz Sachsen und auch schon in Dresden viele Menschen angesteckt hat und den wir im Ausschuss für allgemeine Verwaltung auch hautnah erleben konnten. Aber wie funktioniert Freifunk? Ganz einfach. Jeder kann mit einem vorkonfigurierten Router helfen, das Freifunk-WLAN quasi als Relaystation weiter zu verbreiten. Er braucht dafür eigentlich wirklich nur diesen vorkonfigurierten Router und ein bisschen Strom. Wer dann noch einen Teil seines Internetanschlusses, das heißt einen Teil seiner Bandbreite zur Verfügung stellt, kann außerdem helfen, dass die Daten in diesem Netzwerk noch schneller ins Internet gehen und für alle sozusagen die Nutzererfahrung noch besser wird. Die Kosten für die Einzelnen, so auch zum Beispiel für die Stadt, der Antrag sieht ja vor, dass wir 20 solcher Relaystationen etwa auch selbst dann anbringen lassen durch die Freifunker. Die Router selbst sind recht preiswert und die Stromkosten sind gesehen auf das Jahr äußerst gering. Wir reden in dem Volumen, wie wir es jetzt hier vorschlagen, von etwa 200 bis 300 Euro pro Jahr. Da bricht uns keine Zacke aus der Krone. Doch was ist der Nutzen für die Stadt, für die Dresdner Bürgerinnen und Bürger und für alle unsere Gäste? Nun, zuerst fallen einem da tatsächlich auch zum Beispiel Touristen ein, die nach Dresden kommen und eben vielleicht keinen Mobilfunkvertrag haben, wo sie jetzt über Datentarife sich informieren können, wann das nächste Museum öffnet, wann ihr nächster Zug fährt, wie auch immer. Und das kann man eben in einem freien WLAN am einfachsten, wo man eben nicht erst über komplizierte Einlog-Vorgänge, Registrierung etc. pp. Und dann ist der Zug schon abgefahren, bevor man fertig ist. Man könnte auch anführen, dass es einfach für alle Dresdner ein Stück Lebensqualität bringt, wenn man bequem und einfach an vielen Orten einfach ins Internet kommt, einfach auf Informationen zugreifen kann und eben sieht, wann fährt die nächste Straßenbahn, was wird gerade im Stadtrat diskutiert. Das kann man dann eben deutlich einfacher und schneller nachsehen und genießen. Der für mich zentrale Aspekt des Freifunks ist aber, dass es diesem Netzwerk gelingt, Menschen zu verbinden. Es verbindet dabei nicht nur Menschen, die in den Freifunkvereinen sich eben mit der Technik auseinandersetzen, zusammenfinden, indem sie halt eben Netzwerke schrauben und Dinge tun. Nein, es verbindet gerade auch jene Menschen, die sich eben nicht leisten können, an unseren modernen Kommunikationsstrukturen in dem Umfang teilzuhaben, weil sie vielleicht sich es eben nicht leisten können, eine teure Mobildatentarife zu bezahlen oder dergleichen. Oder weil sie vielleicht gar nicht die Möglichkeiten oder Voraussetzungen haben, solche Tarife überhaupt erst zu buchen. Sie stellt für manche Menschen gar die einzige solche offene WLAN-Lösung, die einzige Kommunikationsmöglichkeit dar, die zum Teil durch Flucht oder Vertreibung um hunderte Kilometer auseinandergerissen wurden. Darum bitte ich Sie, unterstützen Sie dieses Anliegen und unterstützen Sie den Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Engemeyer. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt AfD. Herr Gilke.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. In diesem Antrag fehlen mir leider ein paar wichtige Antworten, die ich doch hoffe, noch heute hier zu bekommen. Thema Umwelt, E-Smog, wird nicht wirklich behandelt. Man erzählt davon, dass es vielleicht schön wäre, wenn dann die anderen Leute ihre privaten Router und ihr privates WLAN abschalten. Das finde ich ja sehr schön und ich bin auch ein Freund von Science Fiction, aber mit Realität, die wir jeden Tag erleben, hat das nicht allzu viel zu tun. Das Thema Sicherheit ist auch gefragt. Da gibt es eine schöne Software, die Sicherheit geben soll. Jetzt überlege ich mir, wie viele Leute vertrauen denn wirklich diesem Netz? Das ist das eine für ihr Online-Banking, das nächste, was vielleicht noch ist. Wer nutzt denn das? Da gibt es hier am Anfang einen schönen Satz, der Betreiber wird die Stadt zudem dauerhaft von allen rechtlichen und sonstigen Risiken und Verpflichtungen aus der Nutzung der Router, die dort entstehen, frei halten. Wenn jetzt wirklich was passiert, weil irgendein nicht so lieber Mensch irgendetwas macht, dann gibt es einen Geschädigten. Und wenn der Verein dann nicht mehr da ist, aus was weiß ich was für Gründen, steht dann die Stadt da und die Stadt steht auch in der Verpflichtung dann. Das hat dann alles nichts gebracht. Dann haben wir auch in der Finanzierung, da haben wir etwas ganz Nettes. Wir Stadträte sollen eine Spende abgeben. Ganz persönlich muss ich Ihnen sagen, finde ich das eine kleine Frechheit. Ich entscheide noch immer selber, wofür ich spende. Das müssen Sie mir nicht sagen. Und da werden Sie jetzt auch gleich schon die erste Finanzierungslücke haben, weil meine Kollegen von der AfD-Fraktion sehen das genauso. Da haben Sie schon mal eine wunderschöne Finanzierungslücke, die jetzt allerdings nicht so problematisch sein dürfte, weil Sie brauchen ja 20 Stück, wollen aber 30 Stück anschaffen. Ein sehr interessantes Zahlenspiel. Ich habe mal eine Materialbestellungsliste aus DDR-Zeiten gesehen. Da wurde auch mehr bestellt als benötigt. Und da habe ich mal nachgefragt, wie kommt es denn, dass das so ist? Und da hieß es immer, die Beteiligten an diesem jeweiligen Projekt nehmen was privat mit nach Hause. Sehr schöne Sache. Ist nicht ganz in Ordnung, ist auch nicht unbedingt das, was heute real ist. Dann haben wir noch etwas. Wir kennen die Fraktionen, die wir in diesem Hause haben. Da gibt es auch durchaus Fraktionen, die von Lobbyisten durchaus, ich möchte mal sagen, überzeugt werden, aktiv zu werden. Ich schaue da jetzt auch gar keine Fraktion an. Das bin ich jetzt erstaunt, dass Sie auf derartige lobbyistische Aktivitäten eingehen. Was machen Sie eigentlich, wenn ein FKK-Verein zu Ihnen kommt? Gut, lassen wir das. Besser ist das. Was diesen Antrag angeht, es ist eigentlich Zeit- und Papierverschwendung und deswegen werden wir diese Sache ablehnen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Gilke. Die Frage nach dem FKK-Verein bleibt wahrscheinlich unbeantwortet. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass andere Fraktionen wahrscheinlich nicht gleich mit dem Schießbefehl kommen. Als nächste Fraktion die CDU, Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem schwärmerischen Vortrag, sehr blumenreich und voller Ideen vorgetragen von Herrn Engelmeier, möchte ich ein kleines bisschen dazu beitragen, dass wir es wieder dorthin bringen, wo das Thema hingehört, nämlich auf eine sachliche Ebene, wo wir uns mit der Frage befassen, kann man sowas unterstützen, wenn ja, unter welchen Bedingungen, wie ist die Lage? Wenn Sie es herunterbrechen, handelt es sich im Grunde darum, dass einzelne Bürger hier als Netzanbieter und als Informationsanbieter auftreten wollen. Das ist prinzipiell ihr gutes Recht, das darf jeder machen. Im Antrag werden Sie schwärmerisch bezeichnet als zivilgesellschaftliche Akteure. Also das ist jetzt dieser neue Politiker- und PolitikerInnen-Sprech, den man dann entsprechend verwendet. Ich nenne sie Bürger. Und es geht darum, Router aufzustellen auf städtischen Gebäuden oder innenstädtischen Gebäuden, Strom zu verwenden, den die Stadt zur Verfügung stellt. Eine Sache haben Sie vorher noch nicht genannt, das steht auch in Ihrem Antrag. Es soll auch das städtische Netzwerk genutzt werden zu diesem Zweck. Das heißt, es sollen auch Daten über das Datennetz transportiert werden. Und da geben sich schon eine ganze Menge Fragen.
Und die haben wir versucht, im Ausschuss aufzuklären. Es ist uns aber leider nicht gelungen. Es gibt hinsichtlich der natürlich vorhandenen Haftungsfragen keine konkrete Antwort. Es gibt keine Frage oder keine Beantwortung der Frage, wie gehen wir mit Rechtsverletzungen um? Also was passiert denn, wenn das Netz für Dinge genutzt wird, die wir uns alle nicht wünschen und die auch nicht im Rechtsrahmen unseres Landes in Einklang stehen? Und eine ganz entscheidende Frage ist, wer ist denn Partner? Wer ist denn Partner? Ich sage, die Bürger oder Einzelne, Sie nennen sie, ich muss es ablesen, zivilgesellschaftliche Akteure. Wer ist Partner? Es gibt noch nicht mal einen Verein. Obwohl wiederum im Begründungstext behauptet wird, diejenigen, die es tun, stellen dann die Stadt von allen Risiken frei. Ja, wer ist es? Wer übernimmt das Risiko? Und auch die beiden Herren, die im Ausschuss ihr Vorhaben oder ihre Ideen vorgestellt haben, konnten diese Fragen leider nicht beantworten. Kurzum, auch unter den Hinweisen, die die Stadtverwaltung hier nochmal gegeben hat, muss man letzten Endes zu dem Schluss kommen, dass das Anliegen, so blumig es vorgetragen wird, leider an den Realitäten scheitert und momentan in dieser Form auf jeden Fall für uns nicht durchführbar erscheint. Wenn man es mal auf den Punkt bringt, und vielleicht so ein bisschen auch abwandelt mit dem, was Sie so von der linken Seite immer gern sagen, dann komme ich zu dem Ergebnis, der Nutzen dieser Sache wird privatisiert und die Risiken trägt die Stadtverwaltung. Wir könnten auch sagen, die Risiken werden sozialisiert. Und das ist ja eigentlich eine Sache, der konnten Sie noch nie zustimmen. Deshalb wundere ich mich sehr, dass Sie so einen Antrag hier einbringen, noch dazu, wenn er so unausgegoren ist. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Hartzenhoff. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute diesen kleinen, aber wichtigen Antrag beschließen, den Freifunk in Dresden zu unterstützen. Wir Grüne wollen, dass alle Menschen Zugang zu den Vorzügen der Digitalisierung haben. Uns geht es um Informationszugang und uns geht es um Grundrechte. Wir hatten eine sehr ausführliche Diskussion im Ausschuss. Wir haben zwei Vertreter einer Freifunkinitiative angehört, die sowohl die technischen Details erklärt haben, Herr Engemeyer hat es gerade noch mal wiederholt, als auch die kleinen praktischen Probleme schilderten, vor denen sie stehen, wenn sie Menschen, die in dieser Stadt leben, Internet verschaffen wollen. Ich greife einige Hauptargumente heraus, die immer wieder vorgebracht werden, aber eben doch nicht durchschlagend sind. Wir haben zum einen die von Ihnen jetzt auch nochmal genannten Haftungsrisiken der Stadt, die nicht abschätzbar seien. Doch das sind sie, wenn man sich nämlich die rechtlichen Rahmenbedingungen genau anschaut. Wir haben lange über eine mögliche Störerhaftung nach Telemediengesetz diskutiert für die Stadt. Letztlich hat eine Stellungnahme des Rechtsamts geklärt, dass auch die Stadt keine Risiken hat, soweit die Router auf den öffentlichen Gebäuden aufgebaut werden. Eine allgemeine Verkehrssicherungspflicht und eine mögliche Haftung für Schäden, wenn etwa eine auf dem Dach von Freifunken angebrachte Antenne umfällt und Spaziergänger verletzt wurden, in den Raum gestellt. Da fallen mir genug Beispiele auf, wo man das konstruieren kann. Aber auch hier lässt sich sagen, dass das Risiko für die Stadt handelbar zu sein scheint, gegebenenfalls eben durch die Vereinbarung von Haftungsausschlüssen, soweit das Gesetz das erlaubt. Und erlauben Sie mir den Hinweis, dieser Antrag ist in erster Linie darauf gerichtet, dass man sich mit den Freifunkern an einen Tisch setzt. Und da kann man solche Probleme, wie man das genau regelt und mit wem, lösen. Es wurde weiterhin aufgeführt, dass es eine kostenlose Konkurrenz für Gewerbetreibende sei. Die Stadt müsse überlegen, ob sie eine Initiative unterstützt, die kostenlos WLAN und damit auch vor allem Internetzugang bereitstellt. Eine Dienstleistung, mit der große Anbieter ihr Geld verdienen. Aber die Regeln des Marktes führen zu weißen Flecken. Die großen Anbieter decken ein Netz ab, wo es sich lohnt. Eine Konkurrenz bei der Versorgung von Flüchtlingsheimen oder Camps habe ich noch nicht gehört, das ist mir einfach nicht bekannt. Schließlich kam das Argument, dass der Antrag unnütz sei oder schädlich sei, weil schließlich andere Bürger ihr Engagement auch ohne eine städtische Unterstützung machen.
Warum sollte sich die Stadt hier einmischen? Das Argument ist schlicht falsch, da die Freifunker eben gar kein Geld wollen, vorbei an irgendeinem Antragsverfahren. Es geht schlicht um den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen. Dort wollen wir eine Veränderung im Verwaltungsdenken vor allen Dingen erreichen, weg von lieber nicht, ich weiß ja gar nicht, was da passieren kann, hin zu einer Offenheit. Und dafür ist der Antrag genau richtig. Und der Herr Lames hat es im Ausschuss meines Erachtens auch richtig zusammengefasst. Es geht hier darum, dass sich die Verwaltung öffnet gegenüber einem eher anarchisch, ein bisschen unterschichtigen ehrenamtlichen Engagement, wovor die Verwaltung, die lieber klare Strukturen hat, in erster Linie erstmal zurückschreckt. Aber es ist nichts, was die Verwaltung ins Wanken bringt. Es geht um ein Projekt, was, wir haben es schon gehört, nicht mehr als 100 Euro im Jahr bedarf, was aber eine hohe symbolische Bedeutung hat. Nämlich die Frage der städtischen Datennutzung für alle. Ich bitte daher um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. SPD-Fraktion. Nicht gewünscht, dann FDP, Freie Bürger, Herr Professor Dr. Gebel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als FDP, Freie Bürger, finden das Anliegen prinzipiell erstmal nicht schlecht. Das entspricht eigentlich auch einer liberalen Idee, Netzzugänge auszubauen und entsprechend auch hier unter Innovationsgesichtspunkten in Dresden eine bessere Netzabdeckung bereitzustellen und eben auch die Möglichkeit, wie schon dargestellt wurde, auch für Gäste, Touristen zum Beispiel, hier bereitzustellen, online zu gehen. Sie hatten es angesprochen und das sehe ich eigentlich auch so. Es ist ein bürgerschaftliches Engagement, was hier eine Gruppe aufgebaut hat. Das kann man eigentlich nur begrüßen. Die Gruppe bringt Know-how ein, Technik und Infrastruktur, um entsprechende Dinge bereitzustellen. Was aber schon vom Kollegen Kaden hier dargestellt wurde, ist das Thema der rechtlichen Sicherheit. Das haben wir im Ausschuss ausführlich diskutiert. Uns wurde schon angesprochen, wer ist denn eigentlich der Vertragspartner? Im Antrag wird immer eine Freifunk-Community benannt. Wer ist das? Es werden hier drei Vereine benannt, die Netzbiotop e.V., Freie Netze e.V. und Freifunk Dresden e.V. Frage ist dann wirklich, wer ist denn eigentlicher Partner? Herr Kaden, Sie haben das schon gut dargestellt. Und es wurde schon dargestellt, wer trägt die Risiken? Ich meine, Sie haben das vorhin so ein bisschen lustig dargestellt, wenn eine Antenne irgendwo runterfällt. Was ist denn, wenn jetzt ein Blitzschlag ist und so ein Router brennt ab? Kann passieren. Was ist denn beim Brandschaden? Da sind wir auch schnell mal bei Summen, die deutlich höher sein können. Wer versichert das? Wer trägt das Risiko? Es ist ein städtisches Gebäude, entsteht irgendein Schaden. Wer bezahlt das? Das sind Fragen, die man entsprechend klären muss. Und die Nutzung der Datennetze im Punkt 2 haben Sie angesprochen. Ich fand es sehr gut. Im Ausschuss war Herr Professor Breitung da. Der hat das auch detailliert dargelegt. Wir haben die Fragen gestellt und er hat das auch kritisch gesehen. Insofern sind das Punkte, die auch natürlich offen sind. Und dann noch zum Punkt 3. Da benennen Sie hier Personengruppen mit besonderem Bedarf, die also entsprechend hier speziell ausgestattet werden sollen. Muss ich durchaus sagen, es wurden auch von anderen schon gesagt, jeder, der irgendeine Kommunikationsleistung in Anspruch nehmen will, wo ich im Ausland beim Studium war vor 15 Jahren, wenn ich nach Hause anrufen wollte, musste ich auch zur Telefonzelle gegangen. Wenn heute jemand hier Gäste sind und die wollen anrufen, können sie sich eine Karte kaufen. Auch die Flüchtlinge haben entsprechend in ihrem Taschengeld Positionen enthalten für Kommunikation. Jeder kann eine Karte kaufen. Das muss jeder Jugendliche, der online kommunizieren will, der kauft von seinem Taschengeld eine Karte. Also insofern auch unser Statement, es ist nicht Aufgabe der Stadt, irgendwelche Personengruppen hier mit kostenlosem Internet zu versorgen. Das ist nicht Aufgabe. Wir können als Stadt, das ist keine städtische Aufgabe. Was aber eine städtische Aufgabe ist, und da stimme ich natürlich zu, wir sehen es gerade, wir wollen Dresden tourismusfreundlicher machen, da kann es natürlich durchaus helfen zu sagen, an entsprechenden Plätzen steht sowas zur Verfügung, die Leute können das nutzen, das ist ein Thema, das natürlich vorteilhaft ist. Wie schon erwähnt, wir als Liberale und als FDP-Freie Bürgerfraktion begrüßen die Idee prinzipiell, müssen hier sagen, sicherlich gut gedacht, aber schlecht gemacht. Und insofern werden wir uns als FDP-Freie Bürger beim Antrag hier enthalten. Dankeschön. Vielen Dank. Das Schlusswort des Einreichers, Herr Engemeyer.
Ja, noch ein kurzes Schlusswort. Es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass all sozusagen Ihre Kritik, die man sachlich vortragen kann, die wir im Ausschuss immer wieder diskutiert haben und die vor allem komplett auch vom Rechtsamt und anderen Stellen zurückgewiesen wurde, jetzt hier wiederkommt. Ich will das eigentlich gar nicht wiederholen. Es hat eigentlich nur gezeigt, Sie konnten nicht überzeugen, da versuchen Sie jetzt zu verwirren. Ich würde es einfach kleinkariert, vielleicht technikfeindlich nennen und insofern tut mir leid, aber danke für Ihre Unterstützung und sei es Enthaltung. Vielen Dank. Wir kommen damit zur Abstimmung des federführenden Ausschussberichtes und ich bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei 36 Ja, 26 Nein und 4 Enthaltungen so bestätigt. So, dann